Heute möchte ich dir drei Hacks mit auf den Weg geben, mit denen du sofort spürbar mehr Umsatz im Dropshipping machen kannst. Super interessant für dich als Anfänger, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dein eigenes E-Commerce-Business zu starten. Dann auch bevor du irgendwas aufbautest, sollst du diese Sachen auf jeden Fall beachten. Und die erste Sache ist das sogenannte Window of Opportunity. Und das ist ein System oder ein Konzept, was von ganz, ganz vielen Leuten miss- oder falsch verstanden wird. Und infolgedessen machen sie nicht den Umsatz, den sie eigentlich machen könnten. Schau her, also im Unternehmertum gibt es diese Window of Opportunity. Das sind quasi Zeitfenster, in denen eine Sache besonders gut funktioniert. Weil du musst erleben, alles befindet sich im stetigen Wandel und nichts ist so, wie es vor ein paar Jahren war. Ja, also zum Beispiel jetzt im Einzelhandel, na, Einzelhandel stirbt aus und geht auf E-Commerce. Das heißt, das Window of Opportunity, einen eigenen Laden aufzumachen, der jetzt nicht Gastro oder sowas ist, na, das ist halt zu. Es macht nicht mehr viel Sinn, einen Offline-Laden zu betreiben. Und genauso ist es online natürlich auch. Es gab ein Window of Opportunity, wo man richtig gut, richtig günstig Facebook-Werbung geschalten hat. Und wo man auf Facebook richtig gut ja, abgrasen konnte und wirklich für, weiß ich, 1-2 Euro Verkäufe generieren konnte. Jetzt ist es so, dass wenn man nicht die richtigen Strategien oder Taktiken hat, man gar nicht mehr profitabel wird mit Facebook oder es einfach sehr, sehr schwierig ist. Beziehungsweise man einfach sehr, sehr hohe Kosten hat. Dafür gibt es jetzt wieder ein neues Window of Opportunity, das befindet sich im Bereich TikTok. Alle Leute, die gerade TikTok nutzen, die machen gerade ihr Geld, die verdienen teilweise Hunderttausende und Millionen quasi mit der neuen Plattform TikTok. Und das ist das neue Window of Opportunity. Und das Problem ist, viele Unternehmer sind nicht anpassungsfähig, diese Window of Opportunity in ihrem eigenen Geschäft zu sehen. Das hat man bei großen Unternehmen teilweise gesehen. Beispiel, Lieblingsbeispiel von mir hier, Nokia mit dem Touchscreen. Der Touchscreen kam bei Nokia, ist super spät. Und die haben einfach den Touchscreen verpennt. Das Window of Opportunity war zu. Genauso wie bei BlackBerry, dass keiner mehr so ein Handy haben wollte, was hier unten irgendwelche Tasten hat. Na, das wollten die Leute irgendwann nicht. Die wollten einen größeren Bildschirm. Und so haben viele Unternehmen, sind nicht mit der Zeit gegangen. Aber man sagt immer Survival of the Fittest. Und deswegen ist es super wichtig im Marketing, dass du mit der Zeit gehst. Mit der Zeit gehen bedeutet nicht, dass du auf jeden Trend blind aufspringst. Dass du jetzt nicht Fidget Spinner verkaufst, nur weil Fidget Spinner jetzt gerade im Trend sind. Sondern dass du merkst, wie langfristig sich der Markt entwickelt, beziehungsweise über die nächsten Jahre entwickeln wird. Fidget Spinner war eine Sache, die geht einige Monate, wenn überhaupt ein Jahr gut. Ja, aber Marketing-Trends, die können für 1, 2, 3 Jahre da bleiben. Und wenn du verstehst, was diese Marketing-Trends sind, dann kannst du die in deinem Marketing eben auch einsetzen. Unsere Welt, die befindet sich einfach im stetigen Wechsel. Man muss einfach verstehen, dass zum Beispiel Facebook immer schlechter funktionieren wird. TikTok läuft damit umso besser. Und TikTok ist das, was Facebook war, vielleicht vor 5 bis 7 Jahren war. Bald, oder was heißt bald, aber in einigen Jahren wird TikTok das sein, was Facebook war. Und so wird es sich dann weiter switchen. Dann wird es vielleicht eine neue Plattform geben. Und so musst du überlegen, alles ist konstant im Wandel. Und wenn du das verstanden hast, dann musst du dich einfach an diesen Wandel anpassen. Und dann wird es dir immer gelingen, Umsatz zu machen. Also, bitte verstehen, Window of Opportunity, es gibt bestimmte Zeitfenster und diesen Zeitfenstern musst du 100% Gas geben. Wenn du jetzt für dich eine Sache gefunden hast, die gut funktioniert, wenn du jetzt weißt, hey, so komme ich an Besucher im Onlineshop, so kaufen die, so sehen meine Prozesse aus, dann gib so viel Geld in Werbung aus, wie es nur geht. Dann bau das Ganze richtig fett auf, sodass du dieses Window of Opportunity eben nutzt. Aber viele Leute machen das nicht. Vielleicht hast du das selber schon mal gehabt, also zum Beispiel eine Sache investieren konntest, denn manche Leute konnten zum Beispiel in Bitcoin investieren und haben es dann nicht gemacht. Das heißt, sie haben das Window of Opportunity nicht genutzt. Gut, bei Bitcoin war es auch nicht eindeutig, dass es wieder hochgeht und jetzt wieder runtergeht. Na, das war nicht klar. Aber in ganz, ganz vielen Marketingstrategien haben Leute nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Leute haben Dropshipping begonnen in 2014, wo du ganz günstig Facebook-Ads schalten konntest oder in 2015, aber haben nicht so viel Geld wie möglich eben ausgegeben, weil sie Angst hatten davor, das Geld zu verlieren oder sowas, statt einfach mal Attacke zu machen, einfach mal Vollgas zu geben und dann auch eben alles zu 100% auszunutzen. Und dann ein zweiter sehr, sehr häufiger Fehler, den ich sehe, beziehungsweise ein Hack für dich, ist, die Artikelbeschreibungen richtig zu schreiben. Viele Leute können das nicht, denn entweder sie übernehmen die Artikelbeschreibung von AliExpress oder von einem Hersteller, das ist aber total schwachsinnig, weil am Ende verkaufen Emotionen eben, das heißt, du musst die Leute mit Emotionen catchen, oder sie machen was anderes, sie machen eine zu kurze, eine zu gar keine, zu kleine oder gar keine Artikelbeschreibung, das ist natürlich ein großer Fehler. Wie schreibt man gute Artikelbeschreibungen? Gute Artikelbeschreibungen schreibt man, indem man Features mit Vorteilen miteinander verknüpft. Das heißt, du schreibst nicht nur hin, die Klimaanlage, die hat 3 verschiedene Modi, die man einstellen kann, sondern du verknüpft das mit einem Vorteil. Was hat man denn jetzt von diesen 3 Modi? Mit dem ersten Modi können sie beispielsweise heizen, mit dem zweiten können sie kühlen und mit dem dritten können sie entfeuchten.
Ja, und dann könntest du noch weiter ausführen, was ist denn jetzt der Vorteil, ne? Dass man die Klimaanlage zum Beispiel auch als Heizung benutzen kann oder dass man entfeuchten kann. Das sind einfach alles solche Geschichten, wo du verstehen musst oder dir erstmal im Klaren sein musst, was hat mein Produkt genau für Features und was sind die Vorteile für jeden Einzelnen. Wenn du eine Matratze verkaufst, dann verkaufst du nicht die Matratze, du verkaufst immer den besseren Schlaf. Und so musst du natürlich überlegen, okay, welches Feature von meiner Matratze bringt den Leuten jetzt genau den besseren Schlaf? Und so schreibt man gute Artikelbeschreibungen, indem man Features mit Vorteilen miteinander verknüpft tatsächlich. Und das ist eine Sache, die wird super oft unterschätzt und Leute können nicht mal richtig darstellen, warum jemand ihr Produkt kaufen sollte. Na, wenn du nicht dazu in der Lage bist, das richtig darzustellen, warum sollte dann überhaupt jemand bei dir kaufen? Und dann ist die Konsequenz, dass nur noch wenige Besucher kaufen, ganz, ganz großes Problem, dass sie sich nicht abgeholt fühlen und du auch nicht von der Zielgruppe genau richtig reingehst. Wenn wir schon beim Thema Zielgruppe sind, dann gibt es da aus der Verkaufspsychologie einen super interessanten Hack, den du dir zunutze machen kannst. Und das sind die Hormonzustände deiner Kunden zu benutzen. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was will der mir irgendwie von Hormonzuständen erklären? Aber du musst dir überlegen, je nach Hormonzustand sind die Kaufmotive, die wir haben, eben andere. Ne? Bei zum Beispiel, ich habe das hier exemplarisch bei mir aufgeschrieben, Dopamin, was du zum Beispiel kennst, wenn du durch Facebook oder durch Instagram oder TikTok scrollst, ne, dann haben wir vielleicht sowas wie Neugier, Abenteuer, Humor, Spaß, Lebenslust, Offenheit, Träumen. Na, das sind solche Attribute. Und wenn wir zum Beispiel uns das Hormon Testosteron anschauen, dann haben wir da vielleicht Wettkampf, Rache, Leistung, Ruhm, Ausdauer, Kraft, Prestige, Status. Und du musst überlegen, aus verschiedenen dieser Hormonzustände entstehen unterschiedliche Kaufmotive. Bestes Beispiel Luxusmarken. Ne? Wenn ich eine Luxusmarke kaufe, mit dem Hormon, was vielleicht eher Testosteron behaftet ist, dann kaufe ich das vielleicht, um meinen Status zu zeigen. Ne? Weil ich sage, hey, ich will hier beweisen, dass ich der Größte bin. Wenn ich das aus dem Hormon zum Beispiel Dopamin kaufe, dann kann es sein, ich bin einfach ein bisschen neugierig. Ja, und so musst du überlegen, hast du für jedes deiner Produkte oder solltest du für jedes deiner Produkte überlegen, in welchem Hormonzustand, das können wir auch gemeinsam bei uns im Training machen, kommen die Kunden in deinen Shop. Und dann kannst du sie gezielt ansprechen, weil du weißt, jemanden, der mit viel Testosteron in so einen Shop reinkommt, ne, oder dem sein Kaufmotiv eher von Testosteron geprägt ist, der muss komplett anders angesprochen werden als jemand, der eher mit Dopamin oder Oxytocin eben reinkommt. Und wenn du diese Hormonzustände zunutze machen kannst, dann bist du viel weiter als 99% aller anderen Shops, weil die eben 0815 Marketing machen, ne, die wissen gar nicht richtig, wer ihre Zielgruppe ist und sprechen die Zielgruppe auch nicht verkaufspsychologisch fundiert an, weil Psychologie, die wirkt einfach, ne, weil Menschen kaufen letztendlich immer noch für Menschen, auch wenn ein Online-Shop dazwischen ist. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie du diese Hacks bei dir auch in deinem Business einsetzen kannst, sei das jetzt dein bestehendes oder dein kommendes E-Commerce-Business, dann können wir gerne miteinander sprechen. Melde dich einfach bei uns unter ecomventures.de auf ein vollkommen kostenloses Erstgespräch. Ansonsten fragen sehr gerne hier in die Kommentare oder bei Instagram und dann hören wir uns hier im nächsten Video.